Vorbereitung auf den Krieg in Odessa. Manager bauen Hilfszentrum auf. Tausende Flüchtlinge aus der Ukraine wollen über Mexiko in die USA. Mordfall Khashoggi. Prozess wird von Istanbul nach Saudi-Arabien überstellt. In der strategisch wichtigen Hafenstadt Odessa bereiten sich die Menschen auf einen möglichen Angriff der russischen Streitkräfte vor. Dazu gehört auch der Aufbau eines Hilfszentrums für Geflüchtete und Vertriebene in einer ehemaligen Markthalle. Mehr als 300 Freiwillige sind beteiligt, Menschen aller Berufsgruppen. Der Unternehmer Nikolai Wignjanski zum Beispiel, er leitet das Zentrum. Im zivilen Leben war ich Geschäftsmann und im Vertrieb tätig. Deshalb war es für mich sehr einfach, die wirklichen Bedürfnisse der Menschen, die Unterstützung und Hilfe brauchen, zu verstehen und Aufträge unkompliziert auszuführen. Ich habe meine Mitarbeiter aus der Firma hierher gebracht. Das sind echte Manager. Wir organisieren alles. In den ersten Tagen erhielten wir Unterstützung von den Menschen aus Odessa. Wir haben einfach auf Facebook, Instagram und Telegram gepostet, was wir brauchen, und die Leute brachten alles her. Dann haben wir eine Spendenaktion gestartet und eine Menge eingekauft. Ich habe außerdem mein Import-Team mobilisiert. Wir haben Dutzende Briefe an humanitäre Organisationen in der ganzen Welt verschickt. Es gab zunächst viele Menschen aus Mariupol. Leider können sie die Stadt nicht mehr verlassen, aber wir erwarten sie hier mit unserer Hilfe. Gestern haben wir 500 Menschen aus Cherson und einige aus Mykolaiv versorgt. Viele von ihnen haben vor, hier zu bleiben, aber ich empfehle ihnen, nicht zu bleiben, denn niemand kennt unsere Zukunft in Odessa. Vielleicht werden wir auch hier große Kämpfe haben. Deshalb bitten wir die Menschen, weiterzureisen, an die nächste Station zu denken. Wir empfehlen ihnen, in den Westen der Ukraine nach Moldau und Rumänien zu gehen. Wir helfen ihnen bei der Weiterreise und allem anderen. Was erwarten Sie für die Zukunft? Ich erwarte unseren glorreichen Sieg. Nichts anderes. Die russischen Streitkräfte haben sich aus dem Norden der Ukraine, den Gebieten um Kiew und Tscherniew, zurückgezogen. Einige von ihnen werden nun in den Osten der Ukraine verlagert, der jetzt das Hauptaugenmerk der russischen Streitkräfte ist. Werfen wir einen Blick auf die Lage in der Ukraine, wie sie das Institute for Study of War und das britische Verteidigungsministerium beschreiben. Nach Kiew und Tscherniew haben die russischen Streitkräfte auch die Sumy-Achse vollständig geräumt. Aber sie haben weiterhin Kharkiv im Nordosten beschossen und ihre Offensivoperation von Izum in Richtung Sloviansk fortgesetzt, aber konnten in den letzten 24 Stunden keine größeren Gebietsgewinne erzielen. Sloviansk, eine Stadt mit 125.000 Einwohnern vor dem Krieg. 2014 wurde sie von den von Russland unterstützten Kräften eingenommen. Ukrainische Truppen haben sie nach wochenlangen schweren Kämpfen zurückerobert. Und jetzt gehen die Kämpfe in dieser Gegend weiter. Im Jahr 2022. Das Institute for Study of War sagt, wenn die Ukraine Sloviansk hält, wird Russlands Kampagne zur Einnahme der Region Donetsk und Luhansk wahrscheinlich scheitern. Die Kontrolle über diese Städte hier, über diese Gegend, würde es Russland ermöglichen, seine Kräfte von verschiedenen Seiten zu bündeln. Ukrainische Behörden appellieren an die Menschen in der Region, die Gelegenheit zu nutzen, um zu fliehen, solange es noch sicher ist. Nun zu Mariupol. Nach Angaben des Bürgermeisters müssen noch immer über 100.000 Menschen dringend aus der Stadt in Sicherheit gebracht werden, die von russischen Truppen umzingelt ist. Die Ukraine haben hier immer noch die Kontrolle über zentrale Teile. Am 7. April sollen in der Ukraine 10 humanitäre Korridore für die Evakuierung von Zivilisten geöffnet werden. Aber die Bewohner, die Mariupol verlassen wollen, müssen wieder ihre eigenen Fahrzeuge benutzen. Tausende Flüchtende aus der Ukraine strömen in die mexikanische Grenzstadt Tijuana in der Hoffnung, von dort aus Asyl in den USA zu beantragen. Die 2 Millionen Einwohnermetropole im Nordwesten Mexikos hat zahlreiche Notunterkünfte zur Verfügung gestellt, zum Beispiel diese Tonhalle. Rund 300 Menschen werden hier täglich versorgt. 2000 waren es insgesamt bislang.
Wenn die Leute am Flughafen ankommen, bringen wir sie hierher und sie bleiben 2 oder 3 Tage. Wir geben den Menschen zu essen und kümmern uns um sie. Die Menschen sind sehr dankbar für die Unterkunft. Hier finden sie alles, was sie fürs Erste brauchen und ein Gefühl von Sicherheit nach der Hölle, die sie durchlebt haben. Oksana Dudny kommt aus dem berüchtigten Kiewer Vorort Butscha, in dem Gräueltaten an Zivilisten verübt wurden. Russische Truppen waren in unserem Haus und auch im Haus unserer Nachbarn. Es herrschte ein ziemliches Durcheinander. Sie haben alle Sachen, alle guten Sachen aus unseren Häusern gestohlen. Es ist wirklich furchterregend dort. Im Vergleich zu Butscha ist das hier ein perfekter Ort. Ich bin so dankbar für all diese Leute, all diese Freiwilligen, die uns Ukrainern helfen, die dafür sorgen, dass wir Essen und einen Platz zum Schlafen haben. Wir haben hier alles. Die Menschen in Mariupol zum Beispiel haben gar nichts mehr. Kein Wasser, kein Essen, nichts. Die USA haben zugesagt, bis zu 100.000 UkrainerInnen und andere Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg fliehen, aufnehmen zu wollen. Diejenigen, die es bereits in die USA geschafft haben, sind überaus dankbar, so wie Leonid Bondarenko, der nun mit seiner Familie ein neues Leben beginnt. Ich möchte nur sagen, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Gott war uns gnädig und wir sind bei guter Gesundheit. Es war sicherlich eine sehr harte, lange Reise. Aber wir sind sehr glücklich, sehr, sehr glücklich. Auf den Straßen von Tiflis ehren Georgier ihre Soldaten, die in der Ukraine im Kampf gegen Russland gefallen sind. Georgische Kämpfer hatten sich bereits 2014 den ukrainischen Streitkräften angeschlossen, nachdem Russland die Krim annektiert hatte. Damals stand das georgische Bataillon unter dem Kommando des Veteranen Mamuka Maluashvili. Am Anfang bestand die georgische Legion aus 10 Offizieren, aber nachdem wir weit über die Grenzen der Ukraine hinaus bekannt wurden, strömten Freiwillige aus allen Teilen der Welt in unsere Reihen. Weil wir ahnten, dass der Krieg bald beginnen würde, fingen wir einen Monat vor der Invasion mit der Ausbildung der Zivilisten in einfachen militärischen Aspekten an. Wir haben bis zu 3000 Zivilisten ausgebildet und bis heute rufen uns viele von ihnen an und danken uns, weil viele von ihnen dank der Ausbildung überlebt haben. Ein anderer georgischer Freiwilliger ist ebenfalls ein Veteran mehrerer Kriege gegen Russland. Wenn er über seine Erfahrungen nachdenkt, sagt er, dass all diese Kriege eines gemeinsam haben: ihre Unmenschlichkeit. Sie halten sich an keines dieser Gesetze, sie vergewaltigen die einheimische Bevölkerung, sie plündern. In Irpin zum Beispiel haben sie sogar Toilettensitze gestohlen. Sie stehlen alles, was sie in die Finger bekommen. Ihre Aufgabe ist es, zu plündern und friedlichen Bürgern Gewalt anzutun. Viele Georgier hätten das Gefühl, vor denselben Herausforderungen zu stehen wie die Ukrainer und ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, sagt Professor Gubondritz. Deshalb melden sich viele freiwillig für den Kampf. Das georgische Volk und der georgische Staat, vielleicht nicht auf politischer oder diplomatischer Ebene, aber es ist eine Art Initiative im Namen der georgischen Bürger. Wir sind eine Nation, die 2008 unter der russischen Aggression zu leiden hatte, die von Russland überfallen wurde. Was jetzt in der Ukraine geschieht, ist eine Fortsetzung der 2008 in Georgien begonnenen Politik, also ein anderer Teil desselben Krieges. Während der Krieg weitergeht, sagen georgische Freiwillige, dass sie sowohl für die Ukraine als auch für Georgien kämpfen werden, wo immer sie gebraucht werden. 3,5 Jahre nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei wird das Verfahren in Istanbul vorerst ausgesetzt. Ein Gericht in der Metropole entschied, den Mordprozess gegen 26 saudische Staatsbürger an Saudi-Arabien zu überstellen. Khashoggi war am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Spezialkommando aus Saudi-Arabien getötet worden. Eine UN-Sonderberichterstatterin fand Hinweise auf eine mögliche persönliche Verantwortung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Die türkische Justiz verhandelte den Fall seit Juli 2020. Gegen die Angeklagten war in Abwesenheit verhandelt worden.
Menschenrechtler kritisierten mit der Überstellung des Prozesses nach Saudi-Arabien verstreiche die letzte Hoffnung auf Gerechtigkeit für den ermordeten Journalisten. Ein Superstar der Renaissance kommt nach London. Die National Gallery. I lost my home and I lost my normal life. I had job there, but now I need to run away from my country because some person won't. I don't know what he wants. Videos im dokumentarischen Stil auf YouTube. Live gestreamte Sitzungen auf Twitch. Ein Tänzchen auf Instagram. Ein Treffer beim Bowling, der mehr als 6 Millionen Mal auf TikTok geklickt wurde. Der französische Präsidentschaftswahlkampf findet mehr denn je in den sozialen Medien statt. Ein perfektes Medium, um Wähler zu geringen Kosten und ohne Zeitlimit für sich zu gewinnen. Junge Leute sehen nicht mehr fern und Radio wird noch weniger gehört. Für uns läuft alles über das Internet. Ich finde es gut, dass es den kleinen und großen Kandidaten Platz gibt. Da wir kaum noch fernsehen, ist das der bessere Weg. Favicon ist ein Unternehmen, das Wahltrends in den sozialen Netzwerken analysiert. Es erstellt Ranglisten der französischen Politiker in den sozialen Netzwerken. Drei Kandidaten stechen heraus: Emmanuel Macron, Éric Zemmour und Jean-Luc Mélenchon, der an der Spitze liegt. Wir haben das bei Zemmour und Mélenchon gesehen. Sie sind seit 6 Monaten in unserem Ranking und waren beide nacheinander an der Spitze. Aber über die sozialen Medien erreichen sie alle Bevölkerungsgruppen. Wollen sie eine bestimmte Berufsgruppe erreichen, gehen wir zu LinkedIn. Junge Leute erreicht man über TikTok und für die breite Öffentlichkeit ist es Facebook. Es gibt also eine ganze Reihe von Instrumenten, mit denen die Bewerber ihre Botschaften platzieren können. Andere Kandidaten haben ihren Platz auf diesen Plattformen noch nicht gefunden. Zugleich kämpfen sie mit niedrigen Umfragewerten. Die eher konsensorientierten Kandidaten wie Valérie Pécresse, Anne Hidalgo oder auch Yannick Jadot haben es nicht geschafft, sich zu profilieren, weil ihre Inhalte in den sozialen Netzwerken kein Interesse finden. Die digitalen Teams der Kandidaten arbeiten in den sozialen Netzwerken mit einem Radikalitätsbonus, wie Philippe Moreau-Chevrolet es nennt. Aber Vorsicht, diese Trends sind manchmal irreführend. Würden wir die sozialen Netzwerke zur Vorhersage des Wahlergebnisses heranziehen, dann würde Éric Zemmour Präsident werden. Das könnte man Stand heute sagen, aber es stimmt nicht, denn in den sozialen Netzwerken äußern sich nur die Radikalsten. Deshalb ist die Aussage nicht repräsentativ. Joe Biden sagte seinen Teams: Macht keinen Wahlkampf auf Twitter, schaut euch an, was im wirklichen Leben passiert. Das ist es, was Marine Le Pen getan hat, und das kommt ihr heute sehr zugute. Im Zeitalter der sozialen Netzwerke ist eines sicher: Die strengen Regeln im Fernsehen oder Radio, also gleiche Redezeiten für alle Kandidaten, sie wirken altbacken. Und zwar so sehr, dass einige Leute hier in Frankreich eine Reform des Wahlgesetzes fordern. Buildings. Überall in diesem Gebiet gab es schwere Gebäudeschäden. Wenn wir diesen Krieg verlieren, werden wir alle getötet.
Das ist die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir sind jetzt fast an der rumänisch-ukrainischen Grenze angekommen, aber die Stimmung hier im Van hat sich geändert. Wir, die Ukraine, wollten diesen Krieg nie. Was steht für Russland auf dem Spiel? Für Russland steht die nationale Sicherheit auf dem Spiel. Das ist die Situation in der Ukraine vor Ort. Dieser Krieg in der Ukraine ist ein Online-Krieg mit Propaganda, Desinformation und Cyberangriffen. Deutscher Bundestag lehnt Gesetzentwurf zu Corona-Impfpflicht ab 60 ab. Tausende Flüchtlinge aus der Ukraine wollen über Mexiko in die USA. Mordfall Khashoggi. Prozess wird von Istanbul nach Saudi-Arabien überstellt. Der Gesetzentwurf für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland ist im Bundestag gescheitert. Den Vorschlag für eine Pflicht zunächst ab 60 Jahren lehnten 378 Abgeordnete ab. Dafür votierten 296 Abgeordnete und 9 enthielten sich. Für eine allgemeine Impfpflicht als Vorsorge für den Herbst hatte sich auch der deutsche Kanzler Olaf Scholz ausgesprochen. Wegen offenkundiger Meinungsverschiedenheiten hatte die Ampelkoalition dazu aber keinen Regierungsentwurf eingebracht. Abgestimmt wurde daher weitgehend ohne die sonst üblichen Fraktionsvorgaben. Aktuell haben in Deutschland mindestens 63,2 Millionen Menschen oder 76% aller Einwohner den Grundschutz mit der nötigen zweiten Spritze. Die Impfkampagne ist aber nahezu zum Erliegen gekommen. Bereits seit Mitte März greift eine Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen. Tausende Flüchtende aus der Ukraine strömen in die mexikanische Grenzstadt Tijuana in der Hoffnung, von dort aus Asyl in den USA zu beantragen. Die 2 Millionen Einwohnermetropole im Nordwesten Mexikos hat zahlreiche Notunterkünfte zur Verfügung gestellt, zum Beispiel diese Tonhalle. Rund 300 Menschen werden hier täglich versorgt. 2000 waren es insgesamt bislang. Wenn die Leute am Flughafen ankommen, bringen wir sie hierher und sie bleiben 2 oder 3 Tage. Wir geben den Menschen zu essen und kümmern uns um sie. Die Menschen sind sehr dankbar für die Unterkunft. Hier finden sie alles, was sie fürs Erste brauchen. Und ein Gefühl von Sicherheit nach der Hölle, die sie durchlebt haben. Oksana Dudny kommt aus dem berüchtigten Kiewer Vorort Bucha, in dem Gräueltaten an Zivilisten verübt wurden. Russische Truppen waren in unserem Haus und auch im Haus unserer Nachbarn. Es herrschte ein ziemliches Durcheinander. Sie haben alle Sachen, alle guten Sachen aus unseren Häusern gestohlen. Es ist wirklich furchterregend dort.
Im Vergleich zu Butscha ist das hier ein perfekter Ort. Ich bin so dankbar für all diese Leute, all diese Freiwilligen, die uns Ukrainern helfen, die dafür sorgen, dass wir essen und einen Platz zum Schlafen haben. Wir haben hier alles. Die Menschen in Mariupol zum Beispiel haben gar nichts mehr. Kein Wasser, kein Essen, nichts. Die USA haben zugesagt, bis zu 100.000 UkrainerInnen und andere Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg fliehen, aufnehmen zu wollen. Diejenigen, die es bereits in die USA geschafft haben, sind überaus dankbar, so wie Leonid Bondarenko, der nun mit seiner Familie ein neues Leben beginnt. Ich möchte nur sagen, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Gott war uns gnädig und wir sind bei guter Gesundheit. Es war sicherlich eine sehr harte, lange Reise. Aber wir sind sehr glücklich, sehr, sehr glücklich. Stillstand in Rumeli Feneri. Die meisten der Fischerboote in dem türkischen Hafenort bei Istanbul laufen derzeit nicht aus. Die Fischer haben Angst, auf Minen zu stoßen, die offenbar aus dem Schwarzen Meer von der ukrainischen Küste bis hierhin geschwemmt wurden. Wir haben da draußen etwas Schwarzes gesehen und uns gewundert, was das ist. Da waren rund um die Uhr Boote draußen, vor allem weil gerade Steinbutt-Saison ist. 9 bis 10 Meter lange Boote, die aufs Meer rausfahren. Wir haben erst selbst gesucht und dann die Küstenwache alarmiert. Die kamen innerhalb einer halben Stunde und bestätigten, dass es sich um eine Mine handelt. Das Fischen in der Nacht ist mittlerweile verboten. Weil die Treibstoffpreise ohnehin so hoch sind, haben viele Fischer beschlossen, die Saison vorzeitig ganz zu beenden. Vor 10 Tagen ist das Ganze losgegangen. Wir waren nur einen Tag auf dem Meer. Seit heute lassen wir es ganz. Wir denken, dass uns etwas passieren könnte. Wir haben schon finanzielle Verluste. Wir müssen nicht noch Menschen verlieren. 90% der Menschen, die wir kennen, haben auch aufgehört. Laut Russland handelt es sich um Minen, die die Ukraine zum Schutz ihrer Küsten gelegt hat. Kiew bestreitet das und beschuldigt Moskau, die Sprengkörper umherwandern zu lassen. Eine Gefahr sind sie für alle Anrainerstaaten. Auch die rumänische Küstenwache ist mit Entschärfungsteams unterwegs. Berek Surani, ein ukrainisches Dorf an der Grenze zu Ungarn. Wir treffen Olga. Sie ist gerade aus Kiew gekommen, per Anhalter. Ursprünglich stammt Olga aus Donetsk. Vor dem russischen Angriffskrieg studierte sie Design. Jetzt wartet sie auf einen Bus nach Berlin. Sie sagt, dass sie allein unterwegs ist, nur ihre Katze dabei hat. I traveling with my cat. Only. Die 29-Jährige ist eine von tausenden ukrainischen Frauen, die ganz allein vor dem Krieg fliehen müssen. Und genau das versuchen andere für sich auszunutzen. In Facebook-Gruppen wimmelt es von bizarren Angeboten, wie diesem auf Russisch: In meinem Bett ist ein Platz für dich frei. Imre arbeitet für den Malteserorden in Ungarn. Er setzt sich dafür ein, dass die Frauen sicher an ihr Ziel gelangen. Ihre Routen kann er sogar nachverfolgen. Der sichere Transport der Flüchtlinge ist eines unserer Hauptanliegen. Wir arbeiten eng mit der Polizei und auch mit dem Militär zusammen. Sie fahren Patrouille in unserer Nähe. Außerdem ist die Polizei rund um die Uhr im Einsatz. Sieben Millionen Menschen sind seit Kriegsausbruch vertrieben worden. Deshalb hat das Europäische Parlament eine Resolution verabschiedet, nach der die EU-Mitgliedstaaten aufgefordert werden, Maßnahmen gegen Menschenschmuggel und Menschenhandel zu ergreifen. Unter den freiwilligen Helfern, die an Bahnhöfen auf Flüchtlinge warten, gibt es einige kranke Menschen, die Frauen und Kinder ausbeuten und sexuell missbrauchen wollen. Deshalb ist es so wichtig, dass die öffentlichen Behörden etwas dagegen tun. Die EU muss Männer ausrotten, die Sex kaufen. Männer, die Frauen und Kinder kaufen. Wie lächerlich ist das? Wie krank ist das? Wer kidnappt Kinder? Wer hat Sex mit Kindern? Wer kauft Frauen, die auf der Flucht sind, die alles verloren haben? Es sind diese Männer, die einen speziellen Platz in der Hölle haben. Olga und ihre Katze Sen haben die 13-stündige Busfahrt nach Berlin sicher hinter sich gebracht.
Sie haben Euronews dieses Foto geschickt und dazu geschrieben, dass sie in der Hauptstadt nun in Sicherheit seien. Doch andere Frauen könnten weniger Glück haben und in die Hände von Kriminellen geraten. Dreieinhalb Jahre nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei wird das Verfahren in Istanbul vorerst ausgesetzt. Ein Gericht in der Metropole entschied, den Mordprozess gegen 26 saudische Staatsbürger an Saudi-Arabien zu überstellen. Khashoggi war am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Spezialkommando aus Saudi-Arabien getötet worden. Eine UN-Sonderberichterstatterin fand Hinweise auf eine mögliche persönliche Verantwortung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Die türkische Justiz verhandelte den Fall seit Juli 2020. Gegen die Angeklagten war in Abwesenheit verhandelt worden. Menschenrechtler kritisierten mit der Überstellung des Prozesses nach Saudi-Arabien, verstreiche die letzte Hoffnung auf Gerechtigkeit für den ermordeten Journalisten. In Peru hat es erneut Proteste gegen gestiegene Benzin- und Lebensmittelpreise gegeben. In Ica errichteten Demonstrierende Straßenblockaden und warfen mit Steinen. Das Innenministerium verlegte Dutzende Spezialkräfte in die Stadt. Laut Polizei wurde ein Mensch getötet. Auf beiden Seiten gab es mehrere Verletzte. Bereits bei vorherigen Protesten hatte es Tote gegeben. Essenspakete im Ramadan für Menschen in der syrischen Provinz Idlib. Die Region ist das letzte wichtige Gebiet, das noch nicht von der Regierung zurückerobert wurde. Die Kämpfe dauern an. Erst am Montag wurden bei einem Angriff von Regierungstruppen laut Rebellenangaben 4 Jungen auf dem Weg zur Schule getötet. Die syrische Armee wird weiterhin von russischen Kampfflugzeugen unterstützt. Unbekannte haben 2 Villen des kremltreuen russischen Journalisten Wladimir Solowjow am Comer See angegriffen. Mauern wurden beschmiert, brennende Reifen auf ein Grundstück geworfen und das Wasser eines Pools rot gefärbt. Schwere Schäden gab es laut den lokalen Behörden nicht. Solowjow ist Moderator im russischen Staatsfernsehen und steht auf der EU-Sanktionsliste. Steht an einem Wendepunkt. Frankreich wählt sein nächstes Staatsoberhaupt. Es steht viel an. Euronews berichtet ausführlich über eine der wichtigsten Wahlen des Jahres in Europa. На третьем этаже, по-моему, есть еще тоже. Ну, там... Давайте, вот, за...